Vermutlich war ich gestern nicht der Einzige, der vor dem Fernseher auf den Start des Herren-Weltcups gewartet hat. Und vermutlich war ich auch nicht der Einzige, der enttäuscht gewesen ist, dass das Rennen schon nach dem ersten Durchgang und 47 Läufern abgebrochen werden musste. Grund dafür war bekanntermaßen der starke Wind, der einfach eine sichere Austragung, fertige Austragung des Rennens verunmöglicht hat. Aber eines war dann trotzdem interessant, wenn man vor dem Fernseher gesessen ist, als man nämlich gesehen hat, wie die ORF-interne Zensur tatsächlich funktioniert und das auch schon im Sportbereich. Es war ein Gespräch zwischen Rainer Pariasek und dem Experten Benjamin Reich, der natürlich als ehemals sehr erfolgreicher Technikläufer da auch dabei gewesen ist. Und da hat sich eine Diskussion entsponnen rund um die drei Klimakleber von der letzten Generation, die gemeint haben, sie müssen das Rennen in irgendeiner Art und Weise stören. Benny Reich ist dann hergegangen und hat also darauf verwiesen, dass er nicht der Überzeugung ist, dass das Skifahren die Gletscher zerstört, und hat auch darauf verwiesen, dass es in Österreich 400 bis 500 Gletscher gibt und lediglich 10 dafür verwendet werden, um Skirennen auszutragen. Und wir haben auch in der Vorberichterstattung gehört, dass gerade diese Pflege des Gletschers im Zusammenhang mit dem Skirennen vielleicht sogar dafür verantwortlich ist, dass es den Gletscher in Sölden zum Beispiel noch in dieser Art und Weise gibt. Aber zurück zum Gespräch zwischen Benjamin Reich und Rainer Pariasek. Das war schon interessant, dass also Benjamin Reich gerade im Begriff war, kritische Worte gegenüber der letzten Generation zu finden, und dann plötzlich auf seinen Kopfhörer gehört hat und zu reden aufgehört hat. Und Rainer Pariasek war da irgendwie überrascht und hat nicht gewusst, warum das jetzt eigentlich so stattfindet. Schlussendlich hat Benjamin Reich dann geantwortet, ja, es hat geheißen, ich soll nicht mehr weiterreden. Zumindest so war das sinngemäß. Und das finde ich natürlich interessant, denn das heißt ja nichts anderes, als dass man mit kritischen Aussagen zu den Klimaklebern innerhalb des ORFs nicht einverstanden ist und dass sowohl der Moderator als auch der Skiexperte überrascht waren von diesem Eingriff seitens der Regie. Und das ist natürlich jetzt schon spannend, weil wenn das tatsächlich so ist, dass also der ORF sogar in Sportsendungen schon grüne politische Inhalte präsentiert bzw. auch zensuriert, ja, dann sieht man, wie weit wir in diesem Land gekommen sind. Ich meine, da wird der Revolutionsrat der Grünen natürlich wiederum jubeln, wenn sie das sogar bis zum Skiweltcup schon durchgesprochen hat, dass diese Weltuntergangssekte da uns ständig weismachen möchte, dass wir morgen alle sterben werden, weil die Welt untergeht und überhaupt keine kritischen Stimmen dazu mehr zugelassen sind. Ich möchte aber auch noch etwas anderes in Frage stellen. Und zwar, wenn das jetzt so funktioniert, dass sogar ein Technikexperte, ein Sportexperte in einer Live-Sportsendung durch die Regie unterbrochen wird. Und im Übrigen hat ja Rainer Pariasek das später auch zumindest über Umwege bestätigt, dass es ganz offensichtlich einen übermotivierten ORF-Mitarbeiter gegeben hat, der dem Benjamin Reich das Wort abgeschnitten hat. Aber wenn das jetzt bei Skiübertragungen schon möglich ist, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was in der einen oder anderen Fernsehdiskussion zu politischen Themen passiert oder was vielleicht auch in der einen oder anderen Nachrichtensendung passiert, wenn ein Moderator versucht ist, etwas anders zu sehen wie der ORF. Das heißt also, Jörg Haider hat das berühmte Knopfel im Ohr schon immer wieder erwähnt bei seinen Interviews, und mich würde jetzt wirklich interessieren als Zwangsgebührenzahler, was über dieses Knopfel im Ohr noch alles so passiert und vor allem, wer das Knopfel im Ohr schlussendlich dann auch steuert. Ich habe es bereits vor Monaten gesagt und es zeichnet sich ja auch ab, dass die Grünen die Macht innerhalb des ORFs übernehmen. Da gibt es eine skrupellose Machtpolitik da drinnen, da wird Personal eingesetzt ohne Ende. Die Grünen haben ja spätestens mit ihrem Urvater Pius Strobel, der in allen möglichen Verträgen für den ORF zuständig ist, einmal entfernt wurde, dann mit mehr Rechten und mehr Bezügen wieder zurückgekommen ist. Also der hat dort für die Grünen bereits Wurzeln geschlagen und es ist ja seither vieles passiert. Es gibt zum Beispiel auch die Klimabeauftragte innerhalb des ORFs, die ehemalige Landesgeschäftsführerin der Grünen im Burgenland ist, oder natürlich auch den Stiftungsratsvorsitzenden, der dieses Amt inne, seit die Grünen gemeinsam mit der ÖVP den Laden, sprich die Regierung, übernommen haben.
Und auch Lothar Lockl spielt eine zentrale Rolle als Stiftungsratsvorsitzender. Und noch dazu spielt er eine Mehrfachrolle, denn er steuert auf der einen Seite als Stiftungsratsvorsitzender, spricht er zumindest mit, wie das Programm des ORF ausschaut und wie dessen Finanzierung aussieht. Auf der zweiten Ebene macht er noch immer Kampagnen für die Klimaschutzministerin Gewessler. Sehr spannend zum Beispiel die ganze Kurzbe rund um den Klimarat ist von Lothar Lockl mit 100.000 Euro begleitet worden. Sehr praktisch, nicht? Weil wenn die Ministerin eine Kampagne mit dem Klimarat macht, dann kann man das natürlich sofort als Stiftungsratsvorsitzender auch entsprechend im ORF pushen. Und dann vergessen wir bitte eines nicht, dass Lothar Lockl auch noch der Kampagnenchef des Herrn Bundespräsidenten Van der Bellen gewesen ist und angeblich noch immer für ihn als Berater tätig ist. Also Gewaltentrennung ist für Menschen wie den Herrn Lockl etwas vollkommen Fremdes und es entspricht auch ein bisschen dem grünen Naturell, dass es ja gar nicht darum geht, demokratische Grundprinzipien hier einzuhalten, sondern die Grünen sind totalitärer, als man glauben mag und ich möchte mir nicht vorstellen, was die mit uns machen würden, wenn sie es auch nur könnten. Das heißt also, ich würde jetzt folgenden Vorschlag in Richtung des zwangsgebührenfinanzierten ORF machen. Es gibt hier Best-Practice-Beispiele in Sachen Zensur, da könnte man sich vielleicht Anleihen nehmen. Und zwar zum einen machen das die Ayatollahs im Iran so. Dort werden zum Beispiel Fußballspiele nur zeitübertragen versetzt, damit wenn sie beim Torjubel einmal jemand irgendwie inhaltlich vertut oder nicht wunschkonform dort agiert, dann kann man den noch rausschneiden und, oder auch die Verhaftung dieser Personen muss man dann nicht unbedingt gleich live übertragen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und ja, wenn es ein bisschen um Brüderie geht, dann kann man natürlich auch am Beispiel der Vorzeigedemokratie in den Vereinigten Staaten folgen. Denn dort gibt es ja seit dem berühmten Nipplegate von Janet Jackson damals in der Halbzeitpause der Super Bowl. Da gibt es ja auch eine zeitversetzte Übertragung, damit da keine Busenblitzer stattfinden können, was ja möglicherweise Kinder verstören könnte. Also in diesem Sinne, der ORF wandelt auf den Spuren des Iran bzw. auch der Vereinigten Staaten, die an Brüderie nicht zu überbieten sind. Soll so sein, kann man alles machen, aber nur eine Bitte habe ich dann schon noch. Lassen Sie sich das bitte nicht Zwangsgebühren finanzieren durch die österreichische Bevölkerung, sondern wenn Sie glauben, dass Sie mit dieser Art der Berichterstattung weiterkommen, dann suchen Sie sich bitte auch Ihr Geldgeber dafür selber.